Mein Name ist Fritz Springer. Ich werde jetzt im Juni 65 Jahre alt. Bin seit 35 Jahren verheiratet und habe zwei 30-jährige erwachsene Zwillingssöhne. Wie gesagt, 35 Jahre mit meiner Frau verheiratet. Wohnhaft bin ich in Dauchingen. Wer nicht weiß, wo das ist ja keine Weltstadt, das ist kurz vor Villingen-Schwenningen liegt das. Und meine ursprüngliche Heimat ist die Stadt Wolfenbüttel bei Braunschweig, hat 60.000 Einwohner. Da komme ich ursprünglich her und bin 1976 hier hergezogen. Soweit mal so gut. Und ich habe jetzt die schwierige Aufgabe, Sie kriegen ein Zeugnis heute von mir, was ich mit dem Herrn erleben durfte. Und der etwas kleinere Teil, wo ich dann auf die Gefahren der Rockmusik eingehe, beziehungsweise der sogenannten christlichen Rockmusik. Das wird aber der kürzere Teil sein. Und ich hoffe, dass mir das gelungen ist, weil ich könnte darüber 4 Stunden referieren. Ich kann Ihnen also nicht alles sagen. Und die Schwierigkeit liegt darin, dass Sie das Wesentliche kriegen und so interessant wie möglich. Und ich hoffe, dass mir das mit Gottes Hilfe gelingt. Bevor ich anfange, möchte ich Sie aber bitten, aufzustehen. Ich möchte noch beten mit uns. Herr Jesus Christus, himmlischer Vater, treuer Heiland, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir heute hier sein dürfen. Herr, wir sind nicht hierher gekommen, um irgendwelche Eitelkeiten von uns zu befriedigen und, oder uns Bauchpinseln zu lassen, sondern wir sind hierher gekommen, Vater, um deinen Namen groß zu machen, um dich zu loben, zu preisen und zu ehren. Hab Dank, Vater, dass wir versprochen, du jetzt mitten unter uns bist, in unserer Mitte, auch wenn wir dich nicht sehen. Hab Dank dafür. Lob, Preis und Ehre sei nur deinem wundervollen Namen, Herr. Amen. Amen. Ja, und so soll es auch mit meinem Zeugnis sein. Ich gebe Ihnen das Zeugnis von mir nicht, um zu demonstrieren, was ich für ein toller Kerl war oder bin oder wie auch immer, sondern das geschieht allein, um Jesus Christus groß zu machen, um ihm die Ehre zu geben, was er an mir getan hat, was er immer wieder tut. Mein Leben verlief eigentlich ganz normal, bis vom 14. bis zum 15. Lebensjahr. Ist nichts Großherrliches passiert, ganz normal wie bei jedem Heranwachsenden in dem Alter auch. Aber in dieser Zeit, als ich das Alter erreicht hatte, hat sich etwas Revolutionäres in der Musikbranche getan. Man kannte vorher, außer dem Jazz, den es da in den 20er Jahren da gab, gab es nur so Schnulzen, will es da niemand zu nahe treten, sonst geht es da rein um die Musik, nicht um den Namen. So ganz schnulzige Lieder wie so Schmalzig und so weiter, die kannte man. Und das war's. Und mit einem Male, so fing es an, so war es ganz am Anfang, war es ein gewisser Bill Haley, der plötzlich da Sachen brachte, die waren vorher völlig unbekannt. Ja, der erlangte dann eine Berühmtheit und man hat plötzlich da Zuckungen gehabt während der Musik. Dann kam ein etwas berühmterer, der Elvis Presley. Der war dann schon berühmter, bekannter als wie Bill Haley, den kennt nicht jeder. Elvis Presley kennt eigentlich jeder, der ein gewisses Alter hat. Und der forcierte das Ganze noch. Aber das war eigentlich noch nicht so dramatisch. Plötzlich kam eine Gruppe, die nannten sich The Beatles. Parallel zu diesen Beatles die Rolling Stones. Die Beatles waren die sogenannten Braven früher, die Rolling Stones waren die Abgewrackten, die Kernigen, und die haben plötzlich eine Musik gemacht, das gab es noch nicht. Diese Musik sollte ausdrücken Rebellion,
Rebellion gegen die Eltern und gleichzeitig freie Liebe. Ist nicht, was unser Herr sagt, freie Liebe, nur in der Ehe. Auch Rebellion gleichzeitig gegen Gott. Das war erstmal so ein bisschen versteckt. Und da kommen wir aber nachher noch dazu. Und dann war jeder, der in meinem Alter war, auch etwas älter, der wollte durch diese Hysterie, die sich damals abspielte, da sind ja die Leute reihenweise, die Mädels vor allen Dingen in Ohnmacht gefallen. Aber nicht, weil die plötzlich so komische Frisuren hatten, sondern wegen der Musik. Darüber muss man sich mal im Klaren sein. Und nicht wegen ihrer Berühmtheit, so berühmt waren die damals noch nicht. Also jeder wollte auch mal auf der Bühne stehen, wollte auch berühmt sein, wollte auch diese Musik machen, wollte auch angehimmelt werden. Und da ich nun auch keine Ausnahme bin, war das bei mir auch der Fall. Die Amateurrockgruppen schossen wie Pilze aus dem Boden. Jeder lief plötzlich in meiner Heimatstadt mit dem Gitarrenkoffer in der Gegend rum. Es war so. Ja. Und was dabei rauskam, war natürlich nicht immer, ja, tja, war grauenvoll zum Teil. Gut, ich hörte auch dazu, die das wollten, und dann habe ich mich so einer Gruppe von Kameraden da angeschlossen, und beim ersten Auftritt, das war auch mein erster Auftritt, sind wir nach dem zweiten Lied rausgeflogen. War eine Katastrophe. Gut, aber mein Wunschtraum hat an mir genagt. Ich wollte einfach, ja, ich wollte da rein. Und dann gab es in meiner Heimatstadt Wolfenbüttel eine Rockgruppe. Das waren vier exzellente Musiker vom Allerfeinsten in ihrer Branche, in der Rockmusik. Also es war schon vom Feinsten, was die gespielt haben. Und da habe ich gedacht, ja, oder in der Stadt Wolfenbüttel, die kommen ganz groß raus, wenn die einen hätten, der singen kann. Und das war mein Metier. Also, ich kannte die Jungs ja, auch Wolfenbüttler, Termin gemacht beim Proben, zwei Lieder, fertig, komm, zack, fängst bei uns an. Dann ging das los, fängt ja langsam an, kleinere Auftritte, größere Auftritte. Ja, und so langsam war man in Wolfenbüttel schon bekannt. Man konnte also in Wolfenbüttel nicht mehr unerkannt einkaufen gehen. Ja, und dann kam der Durchbruch. In einer Stadthalle in Wolfsburg, vor 6000 Menschen kam der Durchbruch, eine Hysterie. Es war wirklich buchstäblich, ja, der Teufel los. Das hatte dann zur Folge, dass wir also eine Deutschlandtournee machen sollten, mussten, durften, wie auch immer. Die Sache ist mir damals nicht groß aufgefallen, heute weiß ich darum. Wir mussten für die Europa- und Deutschlandtournee mussten wir einen Plattenvertrag gleichzeitig unterschreiben, dass wir auf einer LP, so hießen die Dinger damals, mindestens drei satanische Stücke drauf haben mussten. Das war ja für uns damals sowieso gang und gäbe. Wir haben ja sowieso, wenn wir neue Sachen komponieren wollten, Kerzen angemacht, unsere Toten um Rat gefragt. Wir waren ja schon, ohne dass wir das gemerkt haben, mitten da drin verstrickt. Bloß uns war das damals überhaupt nicht klar, was da abgeht. Keiner war Christ, keiner hat ein christliches Elternhaus, wo irgendeine Warnung herkam. Oder ganz Wolfenbüttel scheint keinen einzigen wiedergeborenen Christen gehabt zu haben, sonst hätte ich ja mal einen kennenlernen müssen. Wie auch immer, wir wussten eigentlich gar nicht, was da mit uns passiert. So, und dann kamen diese Tourneen und dann war ich am Ziel meiner Träume. Viel, viel Geld, viel, viel Anerkennung, Ruhm, alles, was das Herz begehrt, Frauen ohne Ende. Müsste ich ja eigentlich glücklich sein, der glücklichste Mensch der Welt, jetzt an meinem Ziel angekommen zu sein. Merkwürdigerweise war das aber nicht so. Ich wurde immer mehr von dieser Musik, die wir selber machten, besessen. Ich habe immer mehr getrunken, nicht nur ich, alle. Immer mehr getrunken. Frauen ohne Ende,
Perversitäten ohne Ende. Da haben Sie Verständnis, dass ich da nicht drauf eingehe. Das führte dann so weit, dass ich vor jeder Frau jegliche Achtung verloren habe. Später, vor mir selber, ich habe die Selbstachtung total verloren. Da kam eigentlich ein Punkt, wo ich wusste, was da läuft. Ja, also das Glück stellte sich nicht ein, trotz Geld im Überfluss, alles im Überfluss. Ich fühlte mich plötzlich depressiv, alleine. 10.000 Menschen jubelten uns zu. Ich fühlte mich Mutterseelen alleine. Weinkrämpfe stellten sich ein. Dann haben wir ja morgens im Hotel dann richtig gefeiert nach dem Konzert, von 2 bis um 5, 6, 7, 8. Ich musste zwischendrin rausgehen, geweint. Ich fühlte mich furchtbar allein, trotz allem. Irgendwas lief da falsch. Aber was? Ich mache jetzt einen Zeitsprung. Das hat also so weit geführt, dass ich also total dem Alkohol verfallen war, also Alkoholiker. Dazu habe ich dann noch Schmerzmittel geschluckt, weil ich ja dann noch immer Kopfschmerzen hatte, auftreten musste. Dazu dann eben noch Haschisch geraucht, also die ganze Palette rauf und runter. Und das führte dann natürlich zwangsläufig nicht zu einem geistlichen Verfall bei mir, sondern auch zu einem körperlichen. Das endete dann darin, dass ich meinen Beruf, ich war ja Berufsrockmusiker, Profi, nicht mehr ausüben konnte. Das endete darin, dass ich gar nichts mehr machen konnte. Mein Glück, in Anführungszeichen, war, ich hatte noch genug Geld. Auch das ging irgendwann mal aus. Dann lebte ich von Geld meiner Eltern, meiner Schwester, meiner Tante und lebte zum Schluss, heute sage ich immer amüsiert, nur noch in einer Besenkammer. Besenkammer deswegen, die war 10 Quadratmeter groß. Da stand ein Schrank drin, ein Bett, ein kleiner Tisch und ein Stuhl. Mehr konnte ich mir ja nicht mehr leisten. Ja, der körperliche Verfall, der geistliche Verfall wurde immer schlimmer, nahm immer mehr zu. In dem Zimmer lag ich auch schon gar nicht mehr in meinem Bett. Ich lag meistens auf dem Boden. Nachher war ich dann so betrunken, dass ich dann gar nicht mehr ins Bett kam und auch nicht mehr wollte. Jedenfalls dieses Leben konnte ich nicht mehr weiterführen. Der körperliche Verfall, ich war nur noch war abgemagert, hatte 45 Kilo bei einer Körpergröße von 1,80. War völlig kaputt. Ich komme aus einem nicht christlichen Elternhaus, aber meine Mutter hat mir immer was von Jesus erzählt. Die hat gesagt, ja, wenn sie immer in Schwierigkeiten ist, früher als Kind, dann betet sie immer zu Jesus. Und in meiner Verzweiflung auf dem Boden liegend, völlig fertig, habe ich dann geschrien, nicht gerufen, geschrien, Herr Jesus Christus, wenn es dich wirklich gibt, hilf mir. Ja, nun kam kein Blitz, kein Licht, keine Stimmen, was ich in so einem Film gut machen würde. Ne? Nee. Aber eins ist passiert. Ich wurde ganz ruhig. Ich war ruhig. Mit einem Male wusste ich, oh, so ein Funke wie Hoffnung kam. Du Fritz, ach, ich glaube, jetzt geht das weiter. Ich konnte das erste Mal wieder einen klaren Gedanken fassen. Ja, und das ging dann so weiter. Ich habe zwar weiter getrunken, auch nicht weniger, aber ich hatte plötzlich, ja, irgendwas kommt. Und dann habe ich nochmal bewusst gebetet, Herr, ich weiß, wenn ich wieder richtig auf die Füße kommen will, dann brauche ich, ich schäme mich schon zu kommen, ich habe ja schon mal was gewollt, brauche ich auch eine Frau, die zu mir passt. Und zwar nicht eine Frau, die ich da immer hatte, die toll aussahen, aber charakterlos waren, sondern ich brauche eine richtige Frau. Wie die aussieht, spielt keine Rolle. Eine, die Charakter hat, die mir helfen kann, die weiß, wo es lang geht, die ehrlich ist. Ich habe das erste Mal wieder das Wort ehrlich in den Mund genommen. Und dann bin ich durch bestimmte Umstände, die ich jetzt hier aus Zeitgründen weglasse, von Wolfenbüttel nach Villingen-Schwenningen gezogen. Alkohol,
war immer noch gleich. Aber Gott hat mein Gebet erhört. Er hat mir relativ schnell diese tolle Frau geschenkt. Und das ist die Frau, mit der ich heute noch verheiratet bin. Ja, dann haben wir geheiratet. Da konnte ich dann mein Alkoholproblem nicht mehr verbergen. Vorher konnte ich das immer hintricksen, wo man noch getrennt gewohnt hat. Das ging dann irgendwann nicht mehr. Hat eine gewisse Zeit gedauert. Und dann habe ich einfach meiner Frau gesagt, so und so ist es und ich bin abhängig. Und ja. Mein Glück oder was auch immer, aber wahrscheinlich oder bestimmt sogar war es der Herr, der da gewirkt hat. Ich hatte einen einzigen Vorteil. Ich konnte betrunken sein, wie ich wollte. Ich wurde nie laut, habe meine Frau nie beleidigt und habe nie getobt. War immer ruhig. Auch meine Kinder haben das nicht gemerkt. Aber es war trotzdem kein Leben. Der Körper hat zwar zugenommen durch das geregelte Leben und durch den Aufwind, den ich jetzt erfahren habe. Ja, aber das Problem war da. Und dann lernte ich, dann durfte ich einen ganz neuen Anfang machen und durfte dann bei der Post in Villingen-Schwenningen ganz neu anfangen. Und dort war dann ein Arbeitskollege, der ist mir schon die ersten Tage immer aufgefallen, der war immer so ausgeglichen. Ach, irgendwas hatte der. Wusste nicht was, aber irgendwas. Bis ich dann herausgefunden habe, ja, der geht in eine christliche Gemeinde und der ist wirklich gläubig. Ich konnte mir darunter nichts vorstellen. Na jedenfalls hat er dann gesagt, komm noch mal mit. Und dann bin ich mal mitgegangen. Und so hat sich das dann langsam entwickelt. Und ich habe halt immer mehr über Jesus erfahren und habe halt immer mehr Jesus geliebt. Das wurde immer stärker. Meine Sehnsucht, ihm nachzufolgen, ihm ähnlicher zu werden, wurde immer größer. Nur das hat nicht funktioniert durch die Sauferei. Entschuldigt das Wort, aber es war ja Sauferei, ich kann es ja gar nicht anders nennen. Ja. Weiter gebetet, aber es tat sich nichts. Bis auf, plötzlich, war ich mal ein Vierteljahr nüchtern. Das hat es ja auch nicht gegeben. Ja. Dann wieder ein Vierteljahr gesoffen, Vierteljahr nüchtern. In dem Vierteljahr, wo ich dann wieder gesoffen habe, habe ich mich natürlich nicht in die Gemeinde getraut. Ich habe mich doch geschämt. Ich konnte doch so nicht vor meinen Herrgott treten, in Gottesdienst vor meine Brüder und Schwestern. Nee. Ja, Fritz, was ist da los? Und so weiter. Ist ja klar, wenn Sie Jesus immer mehr lieb gewinnen, dann ist Ihnen das zuwider, was Sie da machen. Ja, aber es ging nicht vorwärts. Dann hatte ich eine Bypass-Operation und war dann im Krankenhaus und dann ist wieder eine Zeit vergangen. Es blieb alles gleich. Und ich sage es Ihnen, wie es war. Ich habe gesagt, Herr, hilf mir oder mach mich tot. So geht's nicht. Ich habe mich so geschämt, ich war fertig. Ja, dann stimmte irgendwas nicht mit meinem Herz. Da kam nachts der Notarzt. Meine Frau hat einen Notarzt angerufen, kam ins Krankenhaus. Ja, und dann war ich da zur Kontrolle und Herzinfarkt war es aber keiner. Man hat da die üblichen Untersuchungen gemacht und so weiter. Ja. Und dann, eines Morgens, ich habe nicht zwingend auf die Uhr geschaut, es war Sommer, es war hell, es muss so um 5 gewesen sein, habe ich einen unwiderstehlichen Drang gekriegt, mich anzuziehen und in den Krankenhauspark zu gehen. Ich kann mir das nicht erklären, aber es war so. Also habe ich mich angezogen, ich glaube es war so 5, 5, 6 oder irgendwie so. Und dann ging ich in den Park und plötzlich ist Folgendes passiert. Ich kannte die Liebe zu meiner Frau. Das Gefühl war da. Ich konnte die Gefühle einordnen zu meinen Kindern, die ich liebte. Aber dieses Gefühl, was in diesem Park ich erlebt habe, das konnte ich weder beschreiben noch einordnen. Eine solche Erfüllung von Liebe,
Ich habe laut gebetet vor Freude. Ich habe Chorusse gesungen vor Freude. Das war wunderbar. Ich weiß nicht, wie lange ich in dem Park war. Ich habe nur auf der Bank gesetzt. Ich habe gebetet. Die Tränen liefen. Herr, was machst du mit mir? Ja, das war meine Wiedergeburt, die ich erlebt habe. Dann bin ich auf mein Zimmer zurück. Da standen dann schon die zwei Ärzte. Dann muss ich wohl irgendwas verpasst haben mit Visite. Und die haben dann gesagt, Herr Springer, es ist alles in Ordnung. Sie können sofort Ihre Sachen packen, Ihre Frau anrufen, Sie können nach Hause gehen. Von diesem Tag an habe ich keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt. Bin regelmäßig in den Gottesdienst gegangen, konnte es gar nicht abwarten. Bin regelmäßig in die Bibelstunde gegangen, konnte es gar nicht abwarten. Und habe dann wirklich dem Herrn unter die Augen treten können. Das war dann was. Und dann habe ich den Herrn immer gebeten, er möchte mich doch gebrauchen. Ja, ich war ja so lange nichts nutz. Und ja, die Gebete sind dann auch erhört worden. Ich durfte dann durch Gottes Hilfe und Führung ein Gideon-Bruder werden. Das war ja für mich früher unvorstellbar. So ein Haufen Dreck, ein Gideon-Bruder werden zu dürfen. Ja, meine Frau hatte plötzlich einen anderen Mann, obwohl ich nie laut war, sie nie beleidigt habe. Meine Kinder haben das nicht groß mitgekriegt, aber dass plötzlich einen anderen Papa haben, das haben sie dann doch wohl gemerkt. Ja, und ja, und wenn Sie das jetzt so zusammenfassen, überlegen Sie mal, was Gott wirkt. Ich war Müll, nur noch ein Haufen Dreck. Gott hat durch die unverdiente Gnade, die ich gar nicht verdient habe, mich zu ihm geführt. Und was macht er jetzt? Jetzt kann ich das, woraus er mich gerettet hat, zum Nutzen gebrauchen. Ich gehe nämlich an Schulen und in Gemeinden, wo ich die Jugendliche vor Rockmusik, die Einflüsse der Rockmusik, Alkoholismus warnen kann. Denn wer kann das besser wie ein Alkoholiker, ein Trockener? Ja? Jetzt kann ich plötzlich Gott dienen, aus dem Dreck, wo er mich rausgeholt hat, ihm wirklich dienen. Und ein Gideon-Bruder sein, sein Wort verschenken an Schulen. Sie wissen ja selber, Krankenhäuser, wo wir sind. Darf ich sein heiliges Wort verschenken? Das ist eine wahnsinnig unverdiente Gnade. Und ich kann dem Herrn nur danken. Und ich werde nie vergessen, wo ich herkomme. Ja, das mal dazu. Klar ist, diese Musik, diese Rockmusik, macht süchtig, führt in den Selbstmord, weil dort in den Platten, heute in den CDs, versteckte Botschaften eingearbeitet sind. Da ist eine ganz bestimmte Technik dahinter. Früher wurden die LPs rückwärts laufen gelassen, dann kamen die Botschaften. Heute ist man technisch weiter und ist raffinierter. Man hört diese Botschaften nicht mehr bewusst. Sie hören sie nur im Unterbewusstsein. Sie müssen sich vorstellen, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben, an der Wand laufen ganz schnell Bilder ab. Und da ist eine Coca-Cola-Werbung versteckt. Das nehmen Sie gar nicht wahr. Und plötzlich steigt der Konsum der Coca-Cola. So müssen Sie sich das mit den CDs vorstellen. Und darum an dieser Stelle meine Bitte, schweigen Sie nicht, klären Sie die Jugendlichen auf, dass diese Rockmusik was ganz Schlimmes ist, wo diese Botschaften drin sind. Die Selbstmorde der Jugendlichen nehmen immer mehr zu. Man findet bei den Jugendlichen Abschiedsbriefe, wo drin steht, ich habe mich umbringen müssen, ich halte diese Stimmen nicht mehr aus. Und das sind diese Stimmen, die die hören, weil die ja nur noch mit den Dingern rumlaufen und so. Das sind diese eingearbeiteten Stimmen, die die hören, die sie dann zum Selbstmord treiben, wo diese versteckten Botschaften von Satan drin sind. Darum meine Bitte, sagen Sie, wie gefährlich das ist, sagen Sie, Sie hätten es gehört.
Wenn Sie möchten, dass ich in Ihre Gemeinde komme, dass ich da den Jugendlichen, mit den Jugendlichen mich beschäftige, ihnen da helfe, ich helfe Ihnen, ich mache das gern, ich komme auch zu Ihnen. Und eins liegt mir ganz besonders am Herzen, was ich nie für möglich gehalten hätte. Beten Sie für die Gemeindeleiter und Pastoren, dass sie mich überhaupt in ihre Gemeinde lassen. Die lassen mich nämlich meistens gar nicht rein. Die wollen das gar nicht, dass ich die Jugendlichen aufkläre, ja, über Alkohol, welche Gefahren der birgt, als leuchtendes. Nee. Aber Gott schenkt natürlich Gnade. Ich komme in viele Schulen und in viele Konfirmandenunterricht und die Tür richtig aufgestoßen und Beziehungen hat. Wer ihn kennt, sei es gut, ist inzwischen mein Freund, der Pastor Sarembe aus Trossingen. Dem habe ich da mit offenen Türen einiges zu verdanken. Das nur dazu. Beten Sie bitte, dass die Gemeindeleiter, dass der Herr Ihnen die Augen öffnet, dass wir da rein dürfen. Jetzt noch ganz kurz, jetzt muss ich die Brille abnehmen, weil jetzt muss ich genau werden. Da muss ich was ablesen, das andere brauchte ich nicht ablesen. Habe ich ein paar interessante Blüten für Sie, was denn diese Rockmusik oder christliche Rockmusik denn so im wahren Leben anrichtet oder anrichten kann. Erstmal gebe ich noch ein Beispiel frei von mir selber. Ich habe mal bei Pro Christ einen Jugendgottesdienst, das wurde ja mal live übertragen auf so Leinwände. Und da ging dann die Post richtig ab. Und in der Gemeinde, wo ich da war, da spielten sie live. Und da fiel mir dann auf, dass der Schlagzeuger, der hatte auf seinem T-Shirt einen Totenkopf. Und in der Pause bin ich dann mal zu ihm ganz freundlich und habe gesagt, du, das passt doch gar nicht zusammen. Gottesdienst, Jesus, ein Totenkopf. Jesus ist doch nicht tot, kann man doch nicht als Totenkopf nehmen. Der Herr ist doch auferstanden, der Herr lebt doch. Da sagt er zu mir, Alter, komm, du hast einen Schuss nicht gehört. Aber die tiefreligiöse Gemeinde, tiefreligiösen Pastor, solche Blüten treibt das schon, weil wir einfach nicht wach genug sind oder zu wenig Fachpersonal haben, die diese Vorträge halten können. Wenn man sie hat, lässt man sie nicht rein. Ja? Das, solche Blüten treibt das Totenkopf drauf, aber Jesus, ne? Das ist also ganz enorm. Ich lese Ihnen mal kurz vor, was die Rockstars denn so selber sagen. Die streiten das ja gar nicht ab, dass sie vom Satan sind. Das wollen bloß immer unsere Pastoren und Prediger schönreden. Ne? Weil man ja das so haben will. Die Rockstars selber sind, oder ich auch, ich habe das selbst erlebt, ich kann es Ihnen sagen. Das ist, die streiten das nicht ab, das ist das Kuriose. Nur unsere Pastoren und Gemeindeleiter wollen es nicht wahrhaben und beschönigen das oder streiten es ab. Die großen Rockstars haben sich alle bereitwillig und bewusst in den Dienst Satans gestellt. Alice Cooper, in einer spiritualistischen Sitzung versprach er, mit dem Geist den Ruhm und die Weltherrschaft durch die Rockmusik und Reichtum im Überfluss. Also wenn er sich ihm übergibt, dann wird er reich, berühmt, Überfluss. In der spiritualistischen Sitzung, wo also mit Satan gesprochen wurde. Das Einzigste, was er verlangte, war mein Körper, sagt Alice Cooper, um ihm beizusetzen, und so bin ich weltberühmt geworden unter dem Namen, den mir als den Seinen gab, als Geist Alice Cooper. So, das geschieht jeden Tag, tagtäglich in der Rockmusik. Ja? Nun kann ja jemand sagen, naja, das sind so die meisten Argumente, die ich dann so zu hören kriege, Musik ist neutral. Jetzt brauchen Sie kein Musikfachmann zu sein, wenn ich Ihnen jetzt ein Beispiel gebe, dass es einfach lächerlich ist. Ja? Nehmen Sie mal einen Krimi, wir gucken ja keine Krimis, aber jetzt nehmen wir mal einen Krimi, ich habe ja früher welche geguckt, oder andere dramatische Ereignisse. Also ist dir schon mal aufgefallen, was da für Musik kommt? Ja? So, nur versuchen Sie mal Folgendes zu machen. Schalten Sie mal die Musik aus und unterlegen diesen spannenden Krimi, wenn es ganz spannend wird und die Musik, unterlegen Sie das mal mit dem Walzer. Dann werden Sie mal merken, dass der ganze Krimi plötzlich lächerlich wirkt.
Ja, das ist ja gar nicht mehr spannend. Ne? Also das ist allein schon der Beweis dafür, dass es ein völliger Blödsinn ist, dass Musik neutral ist. Ja? Dann wird es ja keine Marschmusik geben, wo man nach marschieren kann. Dann wird man da eine Oper spielen oder was weiß ich. Das Merkwürdige ist nur, warum die Gemeinden unbedingt immer diese Rockmusik haben wollen. Es gibt doch so viel schöne andere Musik. Warum muss es denn die sein? Ja. Rockmusik, Gefahr für unsere Jugend. Auch die christliche Rockmusik unterliegt in ihrem Wesen den gleichen Gesetzen wie die übrige und ist deshalb nicht geeignet, das Evangelium unter die Menschen zu bringen. Weil der Glaube aus dem Wort und der Predigt kommt. Daher kommt der Glaube. Römer 10, Vers 17. Bei der christlichen Rockmusik jedoch das Wort durch den Rhythmus in den Hintergrund gedrängt wird, ist diese Art der Evangelisation ohne Verheißung und jugendliche Begeisterung gleicht einem Strohfeuer. Ich habe also schon viele solche Sachen erlebt. Ich habe schon Mädels und Jungs gesagt, ja, wir sind zu christlichen Rockmusikkonzerten gekommen, weil uns die Welt anekelt. Dann haben wir aber festgestellt, die sind ja teilweise noch schlimmer. Also wenn sie keine Disco mehr, eine satanistische Disco, ja, von einem Jugendgottesdienst unterscheiden können, nicht schon 11:55. Ja, also so läuft es aber ab. Das ist einfach so. Und ich habe noch nie erlebt in der Gemeinde, war so lange, alle, die angeblich dadurch zu Jesus Christus gefunden haben, durch diese christliche Rockmusik, die waren nie mehr gesehen. Die sind weg, von der Bildfläche verschwunden. Da ist nicht einer hängen geblieben, sage ich mal salopp. Ne? Also Strohfeuer. Wie aber verhält es sich mit der sogenannten christlichen Rockmusik? Christliche Rockmusiker können selbst vielleicht unter Umständen, unter Vorwand, ein klares Wortzeugnis von Jesus Christus haben. Doch die Musik, die sie benutzen, unterliegt einem fremden, bösen Geist. Rockmusik bleibt Rockmusik, gleich welche Worte man ihr unterlegt. Das Wesen des Rock liegt in seiner Musik unabhängig vom Text. Geschmack, Stil oder unterschiedliche kulturelle Ausprägung sind nicht das Entscheidende, sondern es geht allein um den Geist, der hinter jedweder Rockmusik steht. Und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Willen ist, ihr Abtrünnigen. Wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Römer 12, 2, Johannes 2, 15. Rockmusik als Lockmittel für Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen ist nichts anderes als Teufelsverfügung und dient somit innerer und äußerer Zerstörung. Böse Mächte werden gleichsam dadurch angezogen. Wenn Gottes Wort mit Rockmusik vermischt verkündigt wird, bringt man die Menschen, ohne es zu wollen, Satan nahe, denn es ist seine Musik und eines seiner perfekten Mittel, um Menschen unter seine Gewalt zu bringen. Kein noch so christlicher Text kann daraus auch nur irgendetwas ändern. Geistliche Hirten, Pastoren, Pfarrer, Lehrer, Jugendleiter und so weiter sollten sich darüber im Klaren sein, welch ungeheure Verantwortung ihnen Gott für die Menschen auferlegt hat. Und dass derselbe Gott von all diesen christlichen Leitern und Führern an erster Stelle Rechenschaft über ihr Handeln oder ihr Schweigen irgendwann einmal fordern wird. Rock führt ins Verderben. Alle, die der Rockmusik Kirchentüren öffnen, müssen wissen, dass sie den Teufel und seine Macht hineinbitten. Und als letztes habe ich mir noch einen besonderen Leckerbissen für Sie ausgesucht. Ich habe es nicht glauben können, aber es ist so. In den meisten christlichen Bücherläden liegen CDs aus.
unter anderem auch Kinder-CDs. Und in meiner eigenen Gemeinde liegt bzw. lag diese CD. Und wie die beworben wird, das werde ich Ihnen jetzt mal kurz vorlesen. Ja. Vorher müssen Sie aber wissen, dass die christliche Rockmusik inzwischen ein milliardenschweres, gigantisches Unternehmen ist, was nur noch darauf aus ist, diese Musik in die Gemeinde zu bringen. Da steckt ganz was anderes dahinter. Ein Machtimperium. Und wir schlafen und begreifen es nicht oder wollen es nicht wahrhaben. Also ich lese das Ihnen jetzt wortwörtlich, ich habe es mir extra von Hand aufgeschrieben, wortwörtlich vor. Noch lästerlicher und offener zeigt sich die Entheiligung der Anbetung in der Werbung für eine Kinder-CD. Hurra für Jesus. 1, 2, 3, hier und jetzt geht's rund. Eine Anbetungsparty von Kindern für Kids. Sie müssen diese Kinderlobpreisproduktion einfach gehört haben. Frisch, frech, dreist, engagiert und mit viel Pep. Freche Anbetung als Party mit viel Pep? Welcher Geist steckt hinter einer solchen furchtbaren Verirrung? Es kann nur der Geist Satans sein, der ein Lästerer und Beschmutzer des Heiligen ist. Diese CD, ich habe mich schlau gemacht, ist inzwischen im deutschen Markt ein Bestseller. Ich bin erschüttert, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ich bin ja als Rockmusiker und Alkoholiker und ehemaliger Drogenabhängiger einiges gewohnt. Und der nächste Bestseller liegt schon wieder da in der Gemeinde. Zu Weihnachten für Kinder Schneeflockenrock. Und Schneeflocken Rock'n'Roll, damit es richtig fetzig abgeht. So ködert man Kinder und die Gemeinde schweigt. Frisst es, schweigt. Wenn ich meinen Mund aufmache, werde ich gemobbt, an die Wand gedrückt und als Ketzer beschimpft. Das war das Letzte, was ich Ihnen sagen wollte. Das war also schon stark. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen noch einen schönen Nachmittag. Mein Bruder und ich, wir bleiben auch zum Mittagessen noch da und länger da. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, haben Sie keine Angst vor mir. Ich beiße nicht, Sie dürfen mich alles fragen. Ich stehe zur Verfügung. Und dann wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Nachmittag, einen schönen Abend noch mit Ihren Partnern. Und der Herr möge Sie und mich segnen. Amen. Doch nun nochmal zurück zur sogenannten christlichen Rockmusik. Wir hatten aus den Schriftworten herausgelesen, zum Beispiel Kolosser 3,16, wo es um die Pflege geistlicher Lieder geht, und zwar die Liedtexte. Das Wort Christi soll reichlich unter euch wohnen, heißt es da, wo die Liedtexte also im Mittelgrund stehen sollen. Oder wo es dann in Epheser 5,19 heißt, dass wir in der Pflege geistlicher Lieder besonders das Reden und die Wichtigkeit des Wortes Christi in den Mittelpunkt stellen sollen. Gemessen an diesen Kriterien ist zum Beispiel die sogenannte christliche Rockmusik ein prototypisches Beispiel eines völlig ungeistlichen Liedes. Denn die kompositorische Struktur verhält sich hier genau umgekehrt proportional zum Aufbau eines geistlichen Liedes. Beim geistlichen Lied rangiert der Text oben an, dem dann zweitens die Melodie und Harmonie und drittens der rhythmische Ablauf zu dienen hat. Wir haben also die Rangfolge Text, Melodie, Harmonie, rhythmischer Ablauf. In der Struktur der Rockmusik finden wir aber genau die umgekehrte Rangfolge. Hier dominiert nämlich erstens die taktmetrische Rhythmuskomponente durch das alles übertönende, meist durchgehend ostinat gebrauchte Schlagzeug
oder auch die stark betonten Taktschläge der elektronisch verstärkten Bassgitarren, worauf dann erst zweitrangig die übrigen rhythmischen, melodischen Strukturen rangieren, soweit sie vorhanden sind, und dann erst drittens der Text in Erscheinung tritt, den man oft wegen der verhältnismäßig lautstarken, vordergründigen Musik gar nicht recht verstehen kann. Da diese Musik infolge der stark dynamisierten rhythmischen Struktur vorwiegend auf das körperliche Empfinden einwirkt, könnte man solche Musikstücke auch als Körpermusik bezeichnen. Diktiert durch die überlauten Schlagzeug- und Bassgitarren-Beats gestattet die alles zerhackende, starre Taktrhythmik keine freie Entfaltung längerer, zusammenhängender Melodiebildungen. Deshalb findet man in der Rockmusik nur kurze Melodiemotive, in fetzenhaften, extrem kurzatmigen Melodiebildungen, welche oftmals mehrere Takte lang nur ständig wiederholt werden und somit eigentlich vorwiegend nur rhythmische Wirkungen haben durch die ständigen Wiederholungsstrukturen. Natürliche Melodiebildungen, die in ihren melodischen Spannungsverläufen eher dem menschlichen Atemrhythmus vergleichbar sind, können sich nicht entfalten in dem durch Schlagzeug und Bassgitarren diktierten Ghetto einer starren Zeitrhythmik taktmotorischer Leitpattern. Hier liegt auch der Grund, weshalb die Rock- und Popmusik vorwiegend die seelisch-körperliche Ebene des Menschen stimuliert und nicht die tieferen Schichten seiner Geistespersönlichkeit erreicht. Wie schon gestern gesagt, haben wir es bei der Verwendung von Rhythmuscomputern mit einem schöpfungsfremden Rhythmus zu tun. Die periodische Wiederholung gleicher Zeitabschnitte in Form rhythmischer Strukturen ist also ein Musikstil, der die gesamten natürlichen Zeitrhythmen der Schöpfung ignoriert. In Anbetracht der bisher genannten Wirkungsmerkmale der Rock- und Technomusik müsste eigentlich klar entschieden sein, dass man eine solche Musik nicht mit geistlichen Texten paaren sollte, weil diese Musik die geistliche Ebene Menschen im Sinne der biblischen Aussagen, zum Beispiel von Johannes 4,24 und Sprüche 20,27, überhaupt nicht erreicht. Es gibt auch keine biblische Bestätigung, dass der Heilige Geist in irgendeiner Form von körperlicher Stimulation in gruppendynamischer Art auf diese Weise auf Menschen eingewirkt haben könnte. Leider ist ein großer Teil der heutigen jungen Generation durch die Konditionierung ihrer musikalischen Hörerwartungen, welche allerorts durch die weit verbreiteten Rock- und Popmusikstile vorgeprägt wurden, völlig einseitig orientiert in ihren rhythmischen Empfindungen und Erwartungen. Übrigens hat der bekannte Musikpädagoge César Bresken in seinem bemerkenswerten Buch »Am Anfang war der Rhythmus« den zerstörenden Zerfall der natürlichen Rhythmusempfindungen durch die Verbreitung der heutigen Beat-Musikstile beklagt. Er schreibt, dieser rhythmische Instinkt scheint aller rhythmischen Erziehung zum Trotz zunehmend zu schwinden. Es sei schon jetzt vorweggenommen, dass die sogenannte rhythmische Musik, etwa Beat und Rhythmusmesse, keineswegs zur Förderung rhythmischer Erziehung beigetragen hat. Im Gegenteil, durch ihr einseitiges Betonen der metrischen Grundschläge zerstört sie das Empfinden für subtilere Rhythmik. Hier wird in eklatanter Weise Rhythmus und Metrum verwechselt. In der Verurteilung der unnatürlichen zeitgleichen Taktschläge des gesamten Musikstils betont er den asymmetrischen Charakter echter, natürlicher Rhythmen. Er sagt, man vergisst, dass die organische Grundbewegung allen Lebens das eingangs zitierte Diastole-Systole-Verhältnis, also der Schlag des menschlichen Herzens, asymmetrisch ist. Eine strenge Symmetrie ist dem natürlichen Organismus fremd. Sagt die Bibel etwas über christliche Rockmusik? Mit diesen Ausführungen lehne ich mich an ein Buch von Jeff Godwin, What's Wrong with Christian Rock? Was läuft falsch mit christlichem Rock? Nun,
Überzeugte Fans weltlicher oder christlicher Rockmusik behaupten mit Bestimmtheit, es gebe keine Bibelstelle, die sagt, du sollst keine christliche Rockmusik hören. Aber ist das so eindeutig? Wir betrachten einige biblische Aussagen zu dieser Frage etwas näher. Zuvor jedoch soll klargestellt werden, wogegen sich die nachfolgende Kritik nicht richtet. Sie richtet sich nicht gegen Musik, die das geistliche Leben des Christen fördert. Solche gute Musik trägt folgende Kennzeichen. Erstens, sie verherrlicht den dreieinigen Gott in Text und Musik. Vergleiche hierzu die Psalmen 145 bis 150. Zweitens, der Text ist gut verständlich und wird nicht von lauten Rhythmen übertönt. Vergleiche hierzu 1. Korinther 14, Verse 7 bis 9. Drittens, sie besteht nicht überwiegend aus Rhythmus, sondern aus einem ausgeglichenen Miteinander von Rhythmus, Melodie und Harmonie. Man lese hierzu Epheser 5, Vers 19 und Kolosser 3, Vers 16 und 17. Viertens, es werden nicht ekstatische Zustände oder sexuelle Empfindungen angeregt, sondern der Mensch wird in seiner Ganzheit als Geist, Seele und Leib angesprochen. Sein Verstand wird nicht ausgeschaltet. Vergleiche hierzu 1. Korinther 6, Verse 18 bis 20 und 1. Petrus 5, Vers 8. Und fünftens, sie gibt nicht Menschen, sondern allein Gott die Ehre, Gott allein. 1. Korinther 3, Vers 21. Gegen Musik, die diese Kriterien nicht erfüllt, richtet sich die nachfolgende Kritik. Sie wird der Einfachheit halber als christliche Rockmusik bezeichnet. Hierzu nun einige Bibelstellen, die zum Nachdenken anregen können. 3. Mose 10, Vers 10. Ihr sollt unterscheiden, was heilig und unheilig, was unrein und rein ist. Es gibt also laut dieser Bibelstelle einen Unterschied zwischen heilig und unheilig, rein und unrein, geistlich und weltlich. Galater 2, Vers 20. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Durch diese und viele ähnliche Verse ruft Gott uns auf, unser Fleisch, das heißt unser altes ungeistliches Wesen, zu kreuzigen. Die Wirkung der sogenannten christlichen Rockmusik dagegen ist es, das verdorbene alte Fleisch, den alten Menschen zu füttern, bis er recht fett geworden ist. Er kann die gleiche ekstatisierende, rebellische Rockmusik hören, nur unter christlichem Vorzeichen, wobei er vom Text in der Regel ohnehin wenig versteht. 1. Johannes 2, Verse 15 bis 17. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und stolzes Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Nun, christliche Rockmusik sieht nicht nur weltlich aus, sie ist weltlich. Wenn deine Lieblingsstars mit hautenger Kleidung, gestylten Haaren, Rauchbomben und Lichteffekten auf die Bühne kommen, sind sie die Fleischeslust, die Augenlust und der Stolz in Person. Wer das nicht versteht, ist noch in tiefer Gebundenheit seines fleischlichen, ungeistlichen Wesens. Weltmenschen haben oft ein feineres Gespür für solche Dinge und sie klagen Christen, die das nicht durchschauen, der Heuchelei an. Jakobus 4, Vers 4: Ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass der Welt Freundschaft Gottes Feindschaft ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Christliche Rockmusik kopiert die Welt. Wenn ein gottloser Sünder Rockmusik hört, zittert er und schüttelt sich im Rockfieber. Wenn ein christlicher Rockfan christliche Rockmusik hört, zittert er und schüttelt sich ebenfalls im Rockfieber. Wo liegt in dieser Hinsicht ein Unterschied? Nochmal zurück zu 3. Mose 10, Vers 10. Ihr sollt unterscheiden, was heilig und unheilig, was unrein und rein ist. Wir nannten bereits den Unterschied zwischen heilig und unheilig, göttlich und profan. Christliche Rockmusik versucht, diesen Unterschied zu bestreiten und die Trennungslinie zu beseitigen. Aber Rockmusik bleibt weltlich, egal welches Etikett sie sich aufklebt und auch welche Texte sie benutzt. Denn sie kommt von ihren Wurzeln her, aus dem Heidentum. Nämlich stellen wir dabei fest, die ekstatischen Phänomene bei afrikanischen Stammestänzen oder Trance-Elemente aus fernöstlichen Religionen. Und sie stammt aus dem Geist der Rebellion,
der die Hippie-Generation der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts prägte. Noch weitere Bibelstellen. 1. Korinther 6, Vers 19 bis 20. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Lieber Zuhörer, vielleicht bist du ein christlicher Rockmusiker, der sich von Gott berufen fühlt. Deine subjektive Überzeugung möchte dir niemand absprechen. Aber überlege bitte einmal, würde Gott dich in einen Dienst berufen, der überwiegend die sexuellen Empfindungen anspricht und darüber hinaus durch die Lautstärke der Musik die Gefahr mit sich bringt, dein Gehör und das Gehör deiner Zuhörer zu schädigen, sowie stimulierende oder rauschartige Zustände hervorzurufen? Wenn du wirklich gerettet bist, dann ist dein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes. Es gibt keine Berechtigung, ihn durch Spielen oder Hören ohrenbetäubender sogenannter christlicher Rockmusik zu schädigen oder zu zerstören. Oder meinst du wirklich, es könnte ein Segen darauf liegen, wenn du oder deine Zuhörer mit 40 Jahren gehörgeschädigt sind? 2. Mose 20, Vers 2 bis 3 lesen wir: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wir sollen allein Gott verehren, nicht Götzen oder menschliche Idole, was wörtlich Götzenbilder heißt. Fans christlicher Rockmusik werden dagegen halten: Ich verehre die Stars doch nicht. Aber bitte prüfe dich einmal, wie viel Zeit, Energie und Geld gibst du aus für Kassetten, CDs, Poster und Konzerte, auch von sogenannten christlichen Rockstars? Ist dein Zimmer mit ihren Bildern tapeziert? Regst du dich auf, wenn jemand deine christlichen Rockfavoriten in Frage stellt? Falls dies der Fall ist, betreibst du Menschenverehrung. Und das ist Götzendienst. Mach dich frei davon, denn Götzendiener, so lesen wir in 1. Korinther 6, werden das Reich Gottes nicht erben. Wie jedem Menschen, so gilt auch Fans christlicher Rockmusik die Einladung: Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2. Zusammenfassend, auch nochmal zum Nachschlagen in der Bibel, möchte ich Folgendes sagen: Anhänger christlicher Rockmusik sollten, wie alle Christen, Jakobus 1, Vers 22 beherzigen. Stattdessen leben sie häufig so, wie es in 2. Petrus 2, Vers 18 bis 22 beschrieben ist. Das Ergebnis dieser Haltung wird beschrieben in Hebräer 10, Verse 26 bis 27. Die Antwort auf das Problem findet sich in 1. Johannes 1, Verse 5 bis 10. Was kannst du tun? Erstens, bitte Gott um Wegweisung im Blick auf christliche Rockmusik und dein geistliches Leben. Zweitens, merkst du, dass sogenannte christliche Rockmusik für dein Glaubensleben nicht förderlich ist, dann sei konsequent und schaff die entsprechenden Musikträger fort. In Anklang an Apostelgeschichte 19,19, wo sie auch ihre Zauberbücher verbrannt haben. Drittens, wenn du Stars, also Menschen, verehrt hast, dann bitte Gott um Befreiung davon und um Vergebung dieser Sünde. Das gleiche gilt, falls du selber ein verehrter Star bist. Drittens, lerne es ganz neu, die Stille auszuhalten und so auf Gott und sein Wort zu hören. Und viertens, höre geistlich förderliche Musik an, die die am Anfang beschriebenen Kennzeichen trägt. Gott, der Herr, möge dir helfen und Kraft schenken. Amen.